Wir leben in unruhigen Zeiten. Das ist eine Binsenweisheit. Aber sie hat sich in diesen Tagen wieder bestätigt. Herzlich willkommen aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Das ist natürlich auch das Stichwort für heute. Der Weihnachtsmarkt hier in der elsässischen Metropole ist wirklich etwas Besonderes. So viele bunt geschmückte Hütten und glitzernde Verkaufsstände in diesem besonderen Umfeld von alten Fachwerkhäusern. Der riesige, verzierte Christbaum, der Platz vor der imposanten Kathedrale. All das hat so einen Reiz, dass jedes Jahr um diese Zeit Hunderttausende aus nah und fern hierher kommen und sich in diese besondere vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Wir waren heuer auch mittendrin, ein paar Stunden vor den tödlichen Schüssen. Am gleichen Platz, in der gleichen Gasse, nur halt ein bisschen früher als die Menschen, die dann dem Attentäter zum Opfer gefallen sind. Wir haben Glück gehabt. Dann wieder zurück im Parlament haben wir von der Schießerei erfahren. Um 1.30 Uhr in der Früh hat dann Präsident Antonio Tajani alle im Plenum versammelt und uns mitgeteilt, dass wir auf eigene Gefahr wieder in unsere Hotels zurück dürfen. Für viele ist es 4 Uhr früh geworden, bis sie endlich den Schrecken des Tages hinter sich haben lassen können. Für die Angehörigen der Toten und Verletzten wird es noch lange dauern. Unter diesem Eindruck darf ich Ihnen aber trotzdem schöne Weihnachten wünschen und bleiben Sie gesund. Ihr Eugen Freund.